So zuverlässig, wie Kurt B. in seinem neuen Job als Taxifahrer arbeitet und so fleißig, wie er ist, bekommt der 43-Jährige schnell eine Festanstellung. Eigentlich läuft alles perfekt für Kurt B. Bis zu seiner verhängnisvollen letzten Fahrt an einem Dezemberabend 94 in Salzburg. Warum nur wird die durch einen unbekannten Fahrgast zur tödlichen Tour? Eine ruhige Landstraße bei Salzburg. Ein Taxifahrer auf seiner letzten Fahrt. Der 43-Jährige wird brutal getötet. Wer hat Kurt B. Ende 1994 umgebracht? Diese Frage hat auch die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst versucht zu beantworten. In Zusammenarbeit mit dem Landesgendarmeriekommando Salzburg. Das Landesgendarmeriekommando Salzburg arbeitet seit knapp einem Dreivierteljahr. Der Kriminalitätsexperte Ralf Döbele hat sich noch einmal auf die Spur des Mörders im Salzburger Höhenwald begeben. Der Fall? Auf ihn wirkt er sehr bedrückend. Im Dezember 1994 erlebte ein Salzburger Taxifahrer schreckliche letzte Minuten. Ein unbekannter Mann dirigierte ihn aus der Stadt heraus in die absolute Einsamkeit. Und dort tötete er ihn, obwohl es keinerlei Veranlassung dazu gab. Das Opfer Kurt B. ist in seinem Umfeld überaus beliebt. Kurt B. war 43 Jahre alt, er lebte 1994 mit seiner Familie in einem kleinen Ort bei Salzburg. Er hatte erst 2 Jahre zuvor als Taxifahrer begonnen, erhielt dann aber aufgrund seines Fleißes und seiner Zuverlässigkeit eine Festanstellung. Am 27. Dezember 1994 fährt Kurt B. tagsüber hauptsächlich kleinere Touren in Salzburg. Gegen 18 Uhr brachte Kurt B. ein Ehepaar zum Salzburger Hauptbahnhof. Danach war der weitere Verlauf des Abends nicht mehr gesichert. Die Polizei hatte nur lückenhafte Erkenntnisse. Feststand, gegen 18.30 Uhr kam Kurt B. hierher zum Einkaufszentrum Hernau. Hier war früher ein Taxistand. Die Gendarmerie ging davon aus, dass hier der spätere Mörder in seinen Wagen gestiegen ist. Der Fahrgast dirigiert Kurt B. aus der belebten Stadt heraus mitten in die Einsamkeit des Höhenwaldes. Die Polizei vermutet, dass der Taxifahrer den letzten Teil der Strecke wohl bereits nicht mehr freiwillig zurückgelegt hat. Gegen 19 Uhr kam das Taxi dann hier unterhalb des Gehöftes Haslau an einer Weggabelung an. Der Beifahrer fing an, mit einem stumpfen Gegenstand auf Kurt B. einzuschlagen. Der Taxifahrer wehrte sich verzweifelt, konnte noch den Alarmknopf drücken, bevor er das Bewusstsein verlor. Die Alarmhupe wurde auch gehört. Auf einem Bauernhof in der Nähe, allerdings wurde es nicht als Notsignal erkannt. Der Täter raubt den Geldbeutel von Kurt B. Danach zerrte er den bewusstlosen Taxifahrer aus dem Auto. Er versuchte verzweifelt, die Hupe abzustellen, die Alarmhupe, das gelang ihm nicht. Durch den Alarm war das Taxi außerdem blockiert. Schließlich zerrte der Täter den bewusstlosen Taxifahrer hier zu dem Flusslauf, legte ihn in bewusstlosem Zustand in den Fluss, sodass Kurt B. ertrank. Der Mord wird erst am nächsten Morgen entdeckt, vom zuständigen Revierförster. Die Spurensicherung fand im Taxi ein abgerissenes Silberkettchen, das möglicherweise vom Täter stammte. Außerdem konnten ein Fingerabdruck, ein Handabdruck und ein Haar sichergestellt werden auf der Beifahrerseite. All dies stammte ebenfalls mutmaßlich vom Täter. Die Salzburger Polizei bittet bei der Suche nach dem unbekannten Mörder die Bevölkerung um Mithilfe. Das Verbrechen an dem Taxifahrer erregte in Salzburg großes Aufsehen. Nach verschiedenen Presseveröffentlichungen gelang es, zahlreiche Zeugen ausfindig zu machen. So einen Bauern, der aussagte, dass ihm gegen 19.45 Uhr in der Nähe des Tatorts ein Mann mit langen blonden Haaren quasi direkt vor den Traktor gelaufen wäre. Eine weitere Frau meldete sich ebenfalls als Zeugin. Sie sah mutmaßlich den gleichen Mann gegen 22.45 Uhr. Von dem Unbekannten mit den langen blonden Haaren wird ein Phantombild angefertigt. Basierend auf diesem Phantombild meldete sich schließlich ein Ehepaar, das an dem Abend des 27. Dezember im Kino gewesen war. Es sagte aus, dass es auch einen Mann mit langen blonden Haaren gesehen hatte an der Alpenstraße. Der sei dort in einen Bus gestiegen. Allerdings konnte sich das Ehepaar nicht mehr erinnern, wo er ausgestiegen war. Durch den Fahrkartenautomaten konnte aber ermittelt werden, dass der junge Mann mutmaßlich bis nach Niederalm gefahren war. Die Salzburger Polizei wähnt sich dem Täter dicht auf der Spur. Doch der Durchbruch bleibt aus.
So wird im August 1995 der Salzburger Taximord bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Die Beamten tun sich recht schwer, denn es gibt kaum Spuren, die zum Täter führen. Das könnte sich aber, wie die Kriminalisten hoffen, heute Abend mit ihrer Hilfe ändern. Die XY-Ausstrahlung hatte auch das Ziel, möglicherweise noch weitere Zeugen zu finden, die den jungen blonden Mann am Abend des 27. Dezember gesehen hatten. Außerdem wurde in der Sendung das Silberkettchen gezeigt, das im Taxi zurückgeblieben war. Es meldeten sich zahlreiche Anrufer. Ein besonders interessanter Hinweis bezog sich auch auf einen Häftling, auf einen Straftäter, der bereits in Haft saß. Allerdings ergab sich daraus für das Landesgendarmeriekommando keine heiße Spur. So wird der Mord an Kurt B. zum Cold Case. Die Hoffnung der Polizei? Die kriminaltechnische Weiterentwicklung, um die Spuren am Tatort irgendwann doch noch möglicherweise einer konkreten Person zuordnen zu können. Es sollte bis 2014 dauern, bis der Fall doch noch aufgeklärt werden konnte. Und zwar dank einer Spur, die bereits 1994 im Taxi gesichert worden war. Es handelt sich um einen Fingerabdruck, der leider erst 20 Jahre später vom automatischen Fingerabdrucksystem AFIS wiedererkannt wird. Das Spurenbild, das damals im Taxi auf der Beifahrerseite gesichert worden war, passte eindeutig zu dem 22 Jahre alten Markus K. Er stammte aus dem Umland von Salzburg und war in den Niederlanden mehrfach straffällig geworden. Dort waren seine Fingerabdrücke gesichert worden. Es dauerte aber seine Zeit, bis diese Abdrücke auch in die internationale Datenbank eingespielt wurden. So kam es dann schließlich zum Treffer. Was der Salzburger Polizei nun klar wird, sie hatte den Mann schon vorher im Visier. Markus K. war ein alter Bekannter für die Landesgendarmerie in Salzburg. Er war auch direkt nach dem Mord an Kurt B. mehrfach vorgeladen und befragt worden, insgesamt dreimal. Allerdings hat er damals ein scheinbar wasserdichtes Alibi vorweisen können, deshalb wurde er schließlich ausgeschlossen. Eines der Probleme? Das nach den Zeugenaussagen angefertigte Phantombild sah Markus K. nicht ähnlich. Markus K. hatte damals in unmittelbarer Nähe zum Tatort auf einem Bauernhof gelebt. Allerdings hatte er zum Tatzeitpunkt ein Hotelzimmer in Salzburg gemietet, das er zunächst nicht bezahlen konnte. 2 Stunden nach dem Taximord wurde die Rechnung für das Zimmer dann aber beglichen. Es stellt sich heraus, Markus K. war auch in den Monaten nach dem Verbrechen an Kurt B. im Raum Salzburg unterwegs. Der Täter blieb auch nach dem Taximord an Kurt B. kriminell aktiv, vor allem was Einbruchsdelikte betrifft. 1997 beging er mehrere Einbrüche in Wien und wurde deshalb auch mit Haftbefehl gesucht. Zur Rechenschaft gezogen konnte er allerdings nicht mehr werden. Er beging 1997 in einem Waldgebiet nahe Wien Selbstmord. Das Verbrechen an dem 43-jährigen Taxifahrer Kurt B. in Salzburg. Es konnte nach 20 Jahren geklärt werden. Doch der Mörder war zu diesem Zeitpunkt bereits 17 Jahre tot.